So, meine Lieben, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Die WM ist abgeschlossen. Argentinien wird Weltmeister, Deutschland Vize-Weltmeister und unsere nächst betrachtete Mannschaft, nämlich Holland, mit weiteren Akteuren aus unserem Hamburger SV, mit nämlich Wijnaldum und auch Ravel van der Vaart, wird Dritter. So, okay, super WM haben wir gesehen, ganz klar. Gucken wir mal rein, was das heißt. Wer so jetzt hier die absoluten Gewinner sind. Ich habe schon meinen Zettel zurechtgelegt und wollte eigentlich mal schauen, wem wir denn da, der eine oder andere wird sagen, ja, mit Manuel Neuer wäre es nicht passiert, ne? Aber gut, das kannst du halt, was willst du machen, ne? Ganz klar. Also, wir gucken mal rein und bin mal gespannt jetzt hier auf den Nachbericht der WM, wer da zu den besten Spielern gewählt worden ist. Europäische Fairnesspreise werden hier noch vergeben, Celta Vigo ist mit dabei, Edinburgh ist mit dabei, Luzern, FC Turin, viele Italiener, so wie es aussieht, Rubin Kashan ist mit dabei. Okay, ja, das ist jetzt nicht so interessant hier, Fairnesspreis, ist ja, glaube ich, dann eine Qualifikation für die Europa League, ne? So, Wijnaldum ist in der Elf des Turniers gelandet. Richtig gut als einziger Spieler, auf dem wir direkt... Und Opare, ich habe mir den schon aufgeschrieben, Opare. Den muss ich mal im Auge behalten. Mensa, Coloccini ist mit dabei. Aber wie gesagt, wie Jorginho, Wijnaldum schafft es hier in die Elf des Turniers. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Kevin Strootmann, den haben wir ja auch schon mal im Blickfeld gehabt, ne? Aber er ist Spielmacher, von daher vom Typ her ähnlich wie unser Jorginho, aber... da ist natürlich nochmal zwei Welten zwischen den beiden Jungs ordentlich. Er hat eine Stärke von 80 und unser Wijnaldum fast 90. 88. Und Führung. Und er ist erst 23. Wie alt ist ein Strootmann? Er ist ein Jahr älter, ja. Also wie gesagt, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Gomez mit 8 Toren, Torschützenkönig. Huntelaar mit 8 Toren, identisch mit Gomez. Und 6 Tore von Hulk, der Brasilianer. Hier haben wir es. Argentinien, Sieger der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Spieler des Turniers wurde nicht Wijnaldum, sondern es wurde Opare von Ghana. Wie gesagt, ich habe mir den schon aufgeschrieben. Spanien war die größte Enttäuschung, aber auch Deutschland, muss man sagen, enttäuschend dann zum Schluss. Aber gut, ne, was willst du machen? Du kannst es nicht erzwingen. Man sieht sich erst wieder in Russland 2018. Es bleibt spannend. So, Aufwertungsab- und Aufwertungsrunde nach der WM. Gucken wir mal. Das ist interessant, habe noch nie gesehen vorher. Da gibt es wieder ein paar Spieler, oh ne, machen es nochmal normal, wer kommt denn noch? Muslera, Berisha, das ist interessant, wer hier aufgewertet wird, da sind unsere Spieler ja auch noch dabei. Burlak, Mika, Richards, haben wir hier, Jorginho Wijnaldum, er hat sehr gut gespielt, auf 85 Grundstärke hochgehoben. Higuain, Douglas von Holland, gute Leistungen. Dann haben wir hier Neil Sommers, Kevin Strootmann hat es geschafft. Aber keine neue Stärke. Ronaldo war mit dabei. Neue Stärke 88. Ist wieder schlechter geworden. Von 90 auf 88. Walter Agagano. Alles klar. Angel Di Maria. Ja, als Weltmeister, ne? Ganz klar. Da fährst du ein. Aber dass die Deutschen da nichts bewertet worden sind. Doch, nur Mats Hummels hat es geschafft. Und er wird abgewertet. Sehr enttäuschend. Oh, heftig. Heftig. Opare. Aber unser Wijnaldum war wieder mit dabei. Er hat nochmal einen Stärkepunkt gekriegt. Also er ist der absolute Überflieger. Wir gucken mal kurz rein, aber jetzt, dann müsste er theoretisch fast 40 Mille wert sein. Eine Stärke von 89, liebe Leute. Eine Stärke von 89. Das darfst du keinem erzählen. Das ist der absolute Wahnsinn. Eigentlich müssten wir verkaufen jetzt, ne? Jetzt kommt er, keine Ahnung, jetzt müsste Real Madrid nochmal kommen mit 60 Millionen Ablöse und dann ist er weg, ne? Was willst du denn da machen? Aber so viel Geld, wie du für den Spieler jetzt bekommen könntest, ne? Ist ja ganz klar. Aber warum jetzt mit 23 verkaufen? Ich kann immer noch mit 25 verkaufen, ne? Also gar keine Frage. So. Pokal leider nicht geschafft. Europa League nicht geschafft. Das muss besser werden. So. Budget ist alles eingehalten. Sehr schön. 3 Millionen Gewinn hier. 10 Millionen Gewinn bei Transfers. Baukosten auch nochmal 2 Millionen und sonstiges ebenfalls 12 Millionen Gewinn ungefähr, ne? Also ihr seht schon, ein mega Ergebnis. Spieler, wir gucken mal rein, der beste Jorginho Wijnaldum wurde zum besten Spieler der Saison gewählt. Er ist, war auch der beste, nahezu der beste, mit einer der besten Akteure bei der WM.
Der Älteste, der Jüngste, Serge Gnabry haben wir mit dabei. Also wir haben eine absolute Megamannschaft, ich sag's euch. Und es gab ja zwischenzeitlich Kritik an diesem Transfer, ne? Es gab ja zwischenzeitlich Kritik am Transfer von Jorginho Wijnaldum. Und ich sag euch was, der Erfolg gibt ihm recht. So, Tops und Flops, alles klar. Das beste Auswärtsteam waren wir. Die beste Abwehr stellen wir nicht. Wir stellen auch nicht den besten Sturm. Das wollen wir dieses Jahr ändern, ganz klar. Songanalyse schlechter, als es der Tabellenplatz aussagt. Ja, weiß nicht, wie das... Gut, man muss sagen, wir sind Meister geworden. Es gibt eine bessere Mannschaft in Deutschland. Ne? Es gibt ein, zwei bessere Mannschaften in Deutschland, von der Stärke her. Aber das ist halt eben so im Fußball manchmal, ne? Es geht los, also jetzt wird hier, wie gesagt, das ist jetzt hier der Übergang, liebe Leute. Da mache ich eine kurze Pause, weil das lädt meistens auch schon ein bisschen. Und wir sehen uns gleich wieder in der neuen Playlist. Bis gleich.